Übrigens, jetzt zu dem Video, was jetzt kommt, das ist jetzt nach dem Video aufgenommen, aber wir haben es vergessen. Aber wieder Zeitreise. Ja, genau, Zeitreise. Ja, ja, ja. Es geht ja hier in dem Video um das Gewinnspiel. Also die ersten 3 Stunden natürlich nicht, aber irgendwann in dem Video geht es um ein Gewinnspiel, wo man was gewinnen kann. Verlosung und so. So, genau. Und wie das genau vomstatten geht, haben wir uns gerade überlegt. Also wie man gewinnen kann, das wird euch der Mozzi im nächsten Video erzählen. Mega. Genau. Der hat das nämlich richtig drauf. Also ich bin auch gespannt, was der macht. Ja. Das kann nur gut werden. Ja, der hat's drauf, weil das ist unser Gewinnspieltyp. Yo. Ja. Tschö. Tschö. On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. 1, 2, 3. Stößchen. Ja, das ist doch mal geil. Du musst das so machen. Ach so, damit es besser klingt. Ja. 1, 2, 3. Stößchen. Oh. Ich finde, er hat jetzt den Sound auch zu krass unterbrochen mit seinem scheiß Oh. Also machen wir nochmal. Vielleicht näher am Mikrofon, damit man das... Nee, ich glaube, die hören das schon. Wir haben ja ganz interessierte Zuhörer hier. Meinst du? Ich hoffe es. 1, 2, 3. Hallo, liebe Tabletop-Freunde. Und damit kümmere ich auch das Video. Und jetzt macht doch nicht hier schon Dingens. Warte. Ja, das ist ja schon hier voll Spoiler, was du da machst. Ach so, ja, wieso? Du hast doch bei dem anderen, aber das ist ja noch nicht gar nicht geschnitten. Stimmt, aber ja, voll Spoiler. Welchen anderen? Ja, da hast du doch auch irgendwie einen gemacht, wo wir hier Blood Bowl haben gezockt. Hier, wir. 1, 2, 3. Hallo, liebe Tabletop. Freunde. Freunde. Ja. So, los jetzt. Wir haben heute den Samstag, den 10. Jo. 10.12. Also 10.12. Ja. Es ist fast Weihnachten und da kann man sich ja auch schon mal was gönnen, ne? Wir haben gedacht, wir machen mal wieder eine kleine Laberrunde, sitzen hier im Bunker und chillen hier so ein bisschen ab. Der Bro macht hier gerade so ein bisschen Blood Bowl, Mini-Joss, bisschen bemalen, Miniatures bemalen. Ich merke schon so ein bisschen den Rotwein. Ich habe bis gerade noch ein bisschen modelliert hier, so ein paar Sachen, die vielleicht auch ganz schön sind. Ich merke, wir kommen hier gerade so gar nicht in Fahrt. Es sei dem Wein geschuldet. Ja, aber wir müssen ja auch ein paar Sachen ansprechen hier, weil wir haben uns natürlich ausführlich Gedanken darüber gemacht, was wir denn alles hier so jetzt in diese Laberrunde packen. Ein Punkt war auf jeden Fall der Hinweis auf den Kickstarter, was ja schon erfolgt ist durch die hier Matratzen-Nummer. Ist doch Bescheid. Zu dem Thema ausführlich. Wir haben, glaube ich, gerade irgendwie 30 Sekunden maximal. Dann haben wir das Ding angemacht, dann haben wir uns hingesetzt und gesagt, jetzt labern wir die wieder mit irgendeiner Scheiße zu. So, zu dem Thema ausführlich. Hier, wie man sehen kann, jetzt wir war hier scheißegal, drumherum gelabert. Guck mal! Der Bro ist nämlich hier am Piefen! Ja! Was ist denn da los? Ja, Junge! Das musst du, glaube ich, mal erklären! Ja, also, weil, wenn man ja eh immer so im Bunker sitzt und immer den Rauch, nein, es ist kein Rauch, es ist Dampf, in die Schnauze kriegt, dann ist das ja, nur kann man so machen, aber wenn jetzt der Dampf auch noch nach Toffee ist, die ganze Zeit hast du so, wie Toffee. Und dann hast du auch noch so einen neben dir sitzen, der sagt, ja Junge, das wäre eigentlich auch voll was für dich, weil man kann hier voll abgehen mit Technik und Dings und so. Ja, und Nerd-Aspekt hier bei LCD-Display und so. Anyway, ja, so. Da geht der voll drauf ab. Oh, der blinkt. Ja, erzähl mal weiter. Ja, und dann noch außerdem, das ist ja so, wie als wenn du einen Toffee essen würdest, aber die ganze Zeit einfach. Kann man ja mal machen, habe ich gedacht. Probiert und kann man tatsächlich mal machen. Jetzt weiß jetzt auch nicht mit Nikotin oder mit irgendwas, alles ja nur für den Geschmack quasi. Schon voll auf der, ich entschuldige mich dafür, Schiene. Auf jeden Fall ist er jetzt, wie befürchtet, seit 3 Wochen dabei oder so und schon krasser wieder als ich dabei.
Akkuträger direkt war fettes, besonders fetter als ich den hatte. Hier zweite Dampfkopf, jetzt Nautilus. Nautilus. Obendrauf mit so einem langen Pimmel oben. Den ganzen Tag nur hier diese Kanister am Wegsaugen. Ja, aber ich bin's ja schuld. Natürlich. Aber das ist okay. Ja. Ja, und deswegen einfach mal gemütlich entspannt jetzt hier irgendwie rundlich hier sitzen, Weinchen dabei, alles geil. So, und zwar heute zum Thema. Boah, das geht hier überhaupt nicht vollends. Ich weiß es doch auch. Also. Jetzt hast du jetzt die Heizung wieder angemacht. Ich hab die eigentlich ausgemacht. Ich weiß nicht, warum die jetzt wieder angeht hier. So, um da mal ein bisschen Schwung hier in diese ganze Nummer zu bekommen. Ja, Weihnachten steht vor der Tür. Und wenn ihr euch daran erinnern könnt, hatten wir ja letztes Jahr. Letztes Jahr hatten wir Weihnachtsspecial, ja, mit dem Saufen und alles. Letztes Jahr war das Weihnachtsspecial. Ja. Und wir haben ja auch gewichtelt. Und das wollen wir dieses Jahr wieder tun. Und das werden wir auch tun. Genau. Und zwar auch ähnlich wie im letzten Jahr, also so ist zumindest die Idee, Schrottwichteln. Wobei ich verstehe gar nicht, warum das Schrottwichteln heißt. Ich glaube, der Crunchy hat da einfach immer geschrieben, ja, hier Schrottwichteln. Nee, es war, ist einfach waren ja auch voll die mega geilen Ja, Tage, ja eben, also keine Ahnung. Jeder hat sich voll gefreut, ja. War ja total mega. Ja, sicher. Also, wir wichteln einfach. Der war das hier nur am Start. Mal gucken, was wir sonst noch dabei machen, ob wir irgendwas dabei machen, man weiß es nicht. Ich weiß, ja, du hast den geilen Kopf, Junge. Guck mal, so geht das auch. Ja. Ja, erzähl doch mal weiter. Ja. Lass dich doch nicht von solchen. Doch, ich bin auch nur völlig irritiert. So, also, Thema Wichteln, Thema Weihnachtsspecial. Merkst du das? Das geht eigentlich jetzt noch. Okay. Ich weiß aber, dass es ein, zwei Leute gibt, also die haben wir auch einfach schon besprochen. Und ich weiß auch von anderen, die gesagt haben, boah, Jungs hier, ich würde auch gerne mal im Bunker kommen, zocken kommen und mal irgendwie hier auch oder so ein Special mitmachen sogar. Alles eine gute Idee, nur den Umständen geschuldet, die da gerade so sind. Also wie dem laufenden Kickstarter, dieser ganze Modellierkram und Umbaumaßnahmen, die jetzt anstehen demnächst. Diesen ganzen Sachen geschuldet, wird das ein bisschen schwer jetzt zu Weihnachten oder in der Weihnachtsferienzeit mit so einem Special. Ich meine, könnt ihr trotzdem das Video schreiben oder so, wenn einer von den anderen Tablefighters nämlich sagt, Junge, geil, ich mach bei mir zu Hause hier die fette Action mit so, ne? Kann hier gerne jeder vorbeikommen oder so. Dann kann es natürlich sein. Ich weiß nur, dass es hier so bunkertechnisch und bei uns beiden ein bisschen schwer wird jetzt so in den nächsten Wochen. Also habe ich wahrscheinlich eher nichts. Das bevor ihr jetzt, euch jetzt schon so ein halbes Jahr. Ja, aber bevor ihr jetzt irgendwie da drunter schreibt, jo, fett Junge Weihnachtsfrische, da komme ich rum, machen wir mal was. Ja, es nimmt halt viel mehr Zeit in Anspruch, als wir alles geplant haben. Und das geht uns auch schon lange tierisch auf den Sack so ein bisschen. Wir müssen irgendwie zu diesem Hobby zurückfinden. Und ich hoffe auch, dass wir es schaffen. Nächste Aktion ist hier erstmal hinter mir. Ich werde den Bunker ein bisschen umbauen, weil das ist hier alles zu eng und zu viel und Chaos geworden, weil das ist mehr zur Werkstatt geworden als zur Spieloase. Weil da, wo jetzt die Kamera draufsteht, das kennt ihr ja von den Spielberichten, wird normalerweise immer gezockt. Das war bis jetzt aber immer voll mit Gerätschaften, um den Tisch rum, Kompressoren, Vakuum, Ziehgeräte, keine Ahnung. Nur noch ätzend, überall irgendein schwieriges Zeug. Jetzt hör doch mal auf mit der Scheiße. Dementsprechend sieht der Tisch ja auch aus. Dementsprechend sieht der Tisch auch aus. Das geht langsam nicht mehr. Ich habe da auch keinen Bock mehr drauf. Also muss langsam wieder zurückgehen ins Hobby. Und ab dem 22. fängt der Urlaub an. Nee. 22. Dezember. Bis dahin ist hier echt noch Schule und alles. Nee. Dann ist nur nämlich der Freitag frei und dann ist schon direkt Heiligabend. Was aber heißt, positiverweise, wenn man dann frei hat zwischen Weihnachten und Neujahr, hat man eine ganze Woche quasi frei. Das ist ja auch jetzt gar nicht so krass. Ja, und dann fangen hier die Umbauarbeiten an. Also da ist dann auch noch nichts mehr zocken. Aber dann. Also wie andere sagen, ich höre auf mit dem Rauchen, sage ich zum Neujahrsbeginn, ich fange wieder mit dem Hobby an. Das sage ich jetzt mal. Die Frage ist aber, mit welchem Hobby, weil du bist ja, ne, weil jedes Mal, wenn es irgendwie so Hobbytechnik, also Pfeife im Augen, oh, ich muss mal wieder Wasteland zocken und so, ja, aber
bei ganz vielen anderen Sachen immer so, boah, sieht voll scheiße aus, interessiert mich alles nicht so. Also mit welchem Problem. Was sieht denn scheiße aus? Ja, GW-Miniaturen zum Beispiel. Was soll ich jetzt machen? Jetzt hast du mich aber hier in so eine richtige Kacksituation gebracht. Also, mit welchem Hobby wieder anfangen? Also, ja, was machen wir denn? Sag doch mal, was wir machen. Weil ich bin dabei, Junge. Ja, Wasteland, was ist los? Ja. Wasteland muss weitergehen. 40k schockt mich im Moment nicht. Tut mir leid, ihr könnt mich jetzt auch hier mit dem Mega-Shitstorm zusammenfalten. Kickt mich überhaupt nicht. Jetzt kam ja diese Chaos-Nummer raus. Ich dachte, endlich kommt mal irgendwie ein neuer Kodex, ne? Also so ein richtiges... So ein Buch, wie ich dann, also so ein Zusatz. Aber ich will so einen richtigen Kodex haben. Warum geht das nicht? Warum kommt da nicht einfach ein neuer Kodex raus? Noch ein, zwei geile neue Einheiten, geile Miniaturen. Nein, jetzt wieder noch mehr Formationspisse. Ja. Das stößt mich nur ab. Habe ich keinen Bock drauf. Ich glaube, dass im nächsten Jahr, habe ich irgendwo gelesen, ein neues Regelwerk kommen soll. Also 8. Edition dann. Und damit verbunden dann auch erst die ganzen Codex-Bücher neu. Weil das, was jetzt gerade rauskommt, also heute Codex Imperiale Agenten und letzte Woche Codex Verräterlegion-Dings, das ist halt alles so... Haben wir schon mal reingeguckt, haben wir auch schon gesehen, da hast du dann eine Seite Kriegsherrnfähigkeiten, eine Seite ein paar Formationen und dann war es das eigentlich. Und du kriegst ein paar Boni, ja, also zum Beispiel habe ich nämlich gelesen, die Emperor's Children hier, die Noise Marines, geil, können haben dann sogar ein 4er Feel No Pain. Ja, aber deswegen kostet ein 10er Druck trotzdem noch 300 Punkte mit Rhino und so, also ja, das, das funktioniert ja nicht. Du brauchst ja schon mindestens 3 Trupps ja, oder so. Genau, also... Hallo? Es ist halt auch auf jeden Fall kein richtiger Kodex. Es ist einfach nur so ein wieder ein bisschen nochmal was machen, nochmal ein Buch rausbringen, nochmal gehampelt, wahrscheinlich auch irgendwelche neuen Karten damit dabei, weiß ich gerade nicht. Ja, aber ich glaube, so richtig geht da erst wieder was, wenn dieses neue Regelwerk draußen ist. Das wird dann noch wahrscheinlich dauern. Keine Ahnung, man weiß es nicht. Ja. Deswegen auf jeden Fall auch Wasteland. Wir haben nämlich jetzt auch geguckt auf den ganzen Messen und Dings, wo wir waren. Wir haben da einiges an geilen Minis auch. Geile Minis, wir haben eine riesenlange Wunschliste an anderen Fremdherstellern, was Gebäude und so angeht. Wir haben auch noch voll viele Gebäude rumstehen. Was man da gemacht, ja, mal so sagen muss, es gibt ja viele von euch, die sagen, nur GW ist das Wahre und nur das geht und das ist total geil und nicht mal so ein bisschen links nach rechts gucken. Gibt es viele von denen da draußen, sind bestimmt auch recht von euch dabei, kann ich auch verstehen, aber also gerade auf der Crisis, auf der Spiel war jetzt nicht so viel zu sehen, aber auf der Crisis, verdammte Scheiße, da hat sich echt viel getan. So, ja. Ne? Also gerade auch Gelände und gebäudetechnisch und so. Das richtig mega, also gebäudetechnisch, vor allem diese MDF-Sachen. Vor ein paar Jahren waren die alle noch relativ kacke, also kann sein, dass auch geile dabei gab, aber das meiste war so, naja. Aber es gibt Sachen aus MDF inzwischen, Alter. Und wir reden jetzt nicht von irgendwelchen Brückensystemen, die man überall kennt, was weiß ich, bei Fantasy-Welt oder so, diesen Massenstuff, sondern man muss ein bisschen suchen, aber die kommen. Und da sind mega geile Sachen dabei. Und der Preis ist natürlich auch nochmal unschlagbar. Du kriegst fette Gebäude mit kleinen Regalen und so eine Scheiße da drin. Ich habe da vorne auf dem Dings habe ich so einen Comic, nee, wer ist der Cosmic Comics, so ein Comic-Shop irgendwie. Ja. Ist jetzt auch nicht das ganz Neueste, aber ist schon so diese Zwischenkategorie, auch schon mit ein paar Details und wie gesagt, Interieur so ein bisschen dabei. Doppelstockgebäude, 14 Euro. Und wenn du das richtig geil anmalst, ich meine, dann siehst du nicht, ob das MDF ist oder Plastik. Der Zusammenbau macht mega viel Spaß. Und das Geile ist, es ist auch nicht einfach ein viereckiger Kasten. Also nicht einfach zack, zack, Etage drauf, fertig, sondern da sind noch, ne, also ein richtiger geiler Eingangsbereich zum Beispiel. Und ich weiß nicht, ob das Gebäude das auch hat, aber auch Innenräume, ne, also so Unterteilungen und sowas. Nee, hat der nicht. Hat der nicht, der okay. Zwei, weil das ja so ein Comic-Shop ist, immer im Verkauf. Aber gibt's auch inzwischen Zeug mit richtig, also als wenn das ein echtes kleines Haus wäre, wo du dir eine Küche machen kannst und einen Flurbereich und ein Wohnzimmer und ich so. Ich hole da mal eins, was zum Beispiel so als ist. Das ist mega geil. Das ist zwar noch VIP in der Produktion hier. Ich habe es auch ein bisschen umgeändert, weil das Dach, das war normalerweise nicht so. Das ist jetzt, wenn man sehen kann, hier so Wellblech und rostig und so. Rost, ihr wisst ja, Rost, geil. Aber du kannst hier alles öffnen. Wie man sieht hier MDF, ich habe es von innen jetzt mal nicht bemalt. Du nimmst das Dach ab. Dann hast du jetzt den Speicher. Der ist jetzt so.
Gut, sind nur vier so kleine Abstellräumchen, aber wie ihr sehen könnt, schon eine Treppe nach unten. Dann geht eine Treppe nach unten. Wie ihr sehen könnt, ein Haufen von Türen, weil die sind alle mit dabei, also ihr könnt diese Türen schließen, öffnen, machen, wie ihr wollt. Treppe runter, wieder Räume, mega geil. Dreh's nochmal um, da wieder die Treppe runter. Und dann kommen hier solche Sachen. Ne? Also hier halte ich das richtig. So. Ne? Da sind jetzt schon ein paar Sachen drin. Und das macht mega Bock, dieses ganze Ding zu bemalen und fertig zu machen. Von außen ist noch nicht so viel. Aber du kannst komplett abgehen. Und wenn du dann Häuserkampf hast oder so, also für 40k würde ich jetzt wieder sagen, nee, geht gar nicht, weil was willst du da mit so einem 10-Mann-Marine-Trupp da in dem Haus rumspringen? Fängt das nicht. Ja, und vom Style passt es auch überhaupt nicht. Aber wie gesagt, was wir gemerkt haben, es tut sich da eine Menge und dieser ganze Skirmish-Bereich, was jetzt noch, glaube ich, Skirmish genannt wird, aber es werden immer fettere Sachen. Ja, und was auch ein Aspekt aus, auch der Crysis hat man das ja extrem gesehen. Ich finde auch geil, dass man sich im Prinzip mehr oder weniger aussuchen kann, welchen Style man will. Weil es gibt Hersteller und Figuren, die sind mega geil detailliert, die sind super cool, auch aus Resin und alles geil. Aber es gibt eben auch Figuren, die sind zwar jetzt gerade neu, aber die sehen vom Style so aus. Ich meine, teilweise, weil die Technik bei denen auch so ist. Als wären die 15 Jahre alt, genau. Dann hast du irgendwelche auch aus Zinn, Zinn-Minis, wo du denkst, boah Junge, das sieht ja voll retro aus, aber jetzt nicht scheiße, so Proportionen falsch, sondern einfach geil, aber eben nicht hier jedes Detail noch dran, sondern einfach mal so relativ easy. Und das Geile daran dann auch noch, dann hast du so einen 5er-Trupp oder einen 10er-Trupp, den kriegst du für ein paar Euro. Mega und einfach geil, Junge. Also jetzt hier auch wieder speziell für Wasteland halt, mache ich hier so Trupp Nonnen. Ja, zum Beispiel. Sind jetzt auch auf echt fast bemalt, nichts Tolles irgendwie. Und auch man sieht an der Knarre irgendwie das, wovon der Deli gerade gesprochen hat, so alter Style irgendwie. Ja, wenn du jetzt aber hingehst, knippst diese Waffen ab, so wie diese da gerade war. Und holst dir Einzelwaffen, ja, und machst dann da irgendwie so eine AK dran. Ne? Alles hier in Gold natürlich, weil hier aus geweihtem Gold, aus Kirchengold. Genau, das wurde dann neu gegossen und da sind jetzt heilige Waffen. Ist auch so, baust dir da irgendwas dran, das macht erstens mal super viel Spaß, weil du kannst dir, weil du nur 10 Minis brauchst, einfach mal viel Zeit nehmen für diese Warband. Du musst nicht dann noch dran denken, ich muss noch 6 Rhinos und 30 Männchen und 50 Terminatoren machen. Das ist mega. Und wie gesagt, für einen kleinen Preis, so eine Warband, was habe ich dafür bezahlt? Ich glaube, für 10 Stück 15 Euro oder so. Ja, sowas. Und jetzt auch nicht, weil das, klar, Messepreise ein bisschen, aber Junge, da ist Duff dabei, genau, die da auch, ey. Kriegst du hinterhergeschmissen. Die Männchen, die ihr da drin seht, die sind nicht einmal da drin, sondern die sind da... Ich meine viermal, ne? Nee. Nicht? Dieser Trupp ist da dreimal drin. So. Und das Geile ist, die sind alle kombinierbar. Also du, das heißt, du musst nicht dreimal den gleichen dann hast, dreimal den gleichen, sondern du kannst den Typen hier jetzt auch mit anderen Waffen, anderen Armen, anderen Dings irgendwie machen. Und man sieht, du hast hier die Torsos, du hast Arme, du hast einzelne Waffen. Also du könntest quasi 30, also wie viel sind da drin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das ist ein 10er-Trupp, also 30 Männchen hättest du hier drin. 25 Euro. Ja, irgendwie so. Und aus Plastik. Also und jetzt auch nicht scheiße oder so vom Detailgrad. Ne? Hier, ich zeig mal einen hier, da kann man auch sehen. Sogar die Espadrillos oder die Badeschlappen sind da am Start. Ne, hier mit A-Schritze. Richtig geile Qualität. Da kommen coole Sachen raus. Für einen kleinen Taler, die echt Spaß machen, wenn man so ein bisschen custom unterwegs ist. Nicht immer so nach Anleitung, sondern wenn man mal so ein bisschen was anderes macht. So, das nochmal eben kurz nebenbei. Ich weiß gar nicht, wir sind da jetzt schon wieder auf das Thema gekommen. Wegen Messen und was es da alles so gibt. Und ne, wenn man jetzt vor allem guckt, so, also das, was ich sagte, du kannst im Prinzip auswählen. Also du kannst dir echt das zusammensuchen, was du willst. Deswegen,
geht am besten mal zu sowas hin, Crisis oder das Ding in London da, Salute oder so, weil man weiß vieles. Also selbst wir sind ja schon voll in dem Hobby drin, gucken auch immer alles Mögliche, gucken online, aber trotzdem, du gehst über diese scheiß Messe und denkst so, boah Junge, was ist das denn, habe ich noch nie gesehen oder so. Du findest so viel Zeug, teilweise dann auch die Hersteller direkt, also das dann so hier, Brazzavini zum Beispiel war da, also der Typ selbst, der das macht, der die Dinger modelliert und so. Und bei anderen Herstellern das Gleiche, dann sind die Typen da, und du denkst, Moment, was bist du denn für einer? Kenne ich gar nicht. Und dann erzählt er dir einen und bla und woher und wie auch immer. Und dann findest du da Zeug und Figuren und Gelände. Wir haben, ja, das können wir hier leider jetzt nicht zeigen, weil es ein Prototyp ist, haben wir von einem polnischen... Zentirain. Zentirain heißt der Mann. Ja. Polnischen Newcomer, bla bla bla, Designer. Super netter Typ, auch ein bisschen durchgeknallt. Super Freako. Ein Gebäude erstanden, weil nach der Messe, wir haben ja so lange, also wird da immer jeden Tag in Jungen verkauft uns das. Und der war, no, no, ist Prototype, Prototype. Ja, ist geil, aber gib uns doch mal das Ding. Ja, aber no, no, Prototype, Prototype. Ja, halt die Fresse, gib uns das Ding. Irgendwann sagte der, ja, Kollege, komm, irgendwie, wenn die Messe vorbei ist, dann kriegt ihr das. Aber zeigt das nicht rum und so, deswegen können wir es euch nicht zeigen. Aber der macht aus MDF mit dem Lasercutter und im Cut-Programm macht der Teile, da fliegst du weg. Ne? Eins fanden wir beide sehr lustig, das war dieser Selbstzerstörungsautomat, oder was? Selbstmordmaschine, ja. Selbstmordmaschine, also, ne, wenn du halt lebensmüde bist, eigentlich sogar gedacht für Infinity, also alles clean und alles stylisch, und wenn du halt irgendwie lebensmüde bist, also hast einfach keinen Bock mehr weiterzumachen, kein Problem, dann gehst du zu diesen Dingen hin, der hat uns das auch alles genau gezeigt, dann geht eine Klappe auf, dann gehst du da rein, geht die Klappe zu, dann wirst du irgendwie zersetzt und bla, und es bleiben keine Überreste, hinten ist dann so ein Container dran. Doch, es kommt Überreste. Also genau, die kommen in den Container so, die letzten Sachen, die man halt nicht verwerten konnte. Dann kam der mit so einem kleinen Mini-LKW an aus MDF, da kannst du diesen Container genau reintun, weil das muss ja auch irgendwo hin. Bäm, so, ja. Einfach mal so. Braucht kein Mensch für irgendein Spiel oder so, eigentlich, außer man macht irgend so ein abgefahrenes Szenario, aber mega. So ja. Zeug. Das muss er haben, finde ich. Sowas muss dann dahin. Also sowas ist geil. Und deswegen, wie gesagt, das ist jetzt nichts fürs Zocken. Das war auch nur so als Gag mit in der Vitrine so zu zeigen, guck mal, was ich hier machen kann. Auch so ein bisschen zu zeigen, dass man MDF auch ja, alles machen mit kann, MDF, ja. Dass Sachen auch beweglich sind. Also ja. An den Gebäuden sind Schiebetüren. Also wie man die jetzt von der Tankstelle kennt. Wenn du reingehst, diese Glastüren, also kriegst du so rein und dann gehst du da vorne und dann macht die, dann kennt er ja alle und dann geht er rein. Sowas halt alles, ne? Und da sind halt viele bewegliche Teile und das ist alles nicht so statisch. Hat da echt coole Konstruktionen entwickelt und halt auch, also gerade für Infinity hatte der unheimlich ja, viele Gebäude. Genau, da ist auch so vor allem der Fokus drauf, wobei der auch halt anfängt, aber das wird jetzt eh immer mehr, deswegen, ich meine, nicht deswegen sind wir auch auf der Schiene, aber wir sind ja voll mit dem Wasteland-Zeug abgegangen, deswegen auch die Nummer mit dem ganzen Scatter-Terrain und so. Aber da gibt es jetzt auch das eine oder andere. Also es gibt halt Collision irgendwie oder gab es als Kickstarter. Oh, macht er das jetzt leer, Junge? Darf ich da nochmal kurz von naschen? Sonst wo ist denn deins? In der Schule. Mhm. Ja gut, ich nehme was. Nein, nimm das ruhig. Ich habe ja auch noch anderes. Geil, ja, worüber verlassen. Ja, hier ist nämlich Toffee. Toffee. Ja. Nein, auf jeden Fall, also Collision Kickstarter, es gibt auch irgendwie noch andere Games, so. Also es geht einiges jetzt, genau, Walking Dead halt. Es geht einiges in diese postapokalyptische Alles-ist-im-Arsch-Richtung, einfach weil man da auch cooles Zeug machen kann und weil du einfach auch unheimlich viel bauen kannst für dieses ganze Zeug. Also ich weiß nicht, würde ich dieses Walking Dead Game spielen oder so, würde ich mir wahrscheinlich auch alles Mögliche dafür bauen, weil das reicht nicht, was es da gibt. Also es ist zwar geil und da könnt ihr auch mal gucken, da Kickstarter von Mantic, aber da muss noch was dazu. So. Und dann hast du halt bei anderen Spielen auch, aber das finde ich halt ganz cool, dass inzwischen unheimlich viele Leute, Hersteller einfach mal sowas machen. Also was anbieten und sagen, cool, haben wir eine geile Idee und können die aber auch umsetzen. Weil vor ein paar Jahren war das halt noch so, da gab es auch sicherlich 1000 Leute mit 1000 Ideen oder so. Aber davon hast du nichts gesehen, weil warum auch, ne? Irgendwie die Technik hat sich verändert. Ja. Also jetzt kann sich jeder Arsch für 3500 Euro einen 3D-Drucker zu Hause hinstellen. Oder greift ein bisschen tiefer in der Tasche und hat einen Lasercutter. Okay, da muss schon ein bisschen tiefer ja. In der Tasche werden. Aber es ist nicht mehr so. Früher war es ja so, mach mal Gussform für eine Miniatur. Also du musstest erstmal einen geilen Designer haben, der das, die Miniatur nicht 3D am Computer erstellen konnte, sondern von Hand modelliert worden ist. Dann hattest du einen Prototyp.
ne, nicht wie beim Computer, einfach nochmal drücken, nochmal drücken, nochmal drücken, sondern das war das Prototyp-Ding, was wir jetzt auch kennengelernt haben, wenn du was von Hand modellierst, ist das echt scheiße, das musst du behandeln wie ein rohes Ei. Wenn das Ding im Sack ist, oder irgendein Stück wieder von abbricht, ja, oder irgendwas weg ist oder so, ja, das ist verkackt. So, ja. Deswegen war es damals schon, denke ich mal, ultra teuer. Dann halt die Form und sowas damals mit der Technik, alles ultra teuer. So, und heute ist das so, 3D-Programm. Klar, muss es drauf haben, aber ein Typ, der ein Mini moduliert mit den Händen, muss es auch drauf haben. Ja. Also das kann nicht mal eben jeder machen. Aber dadurch ist es viel kostengünstiger geworden. Und so kannst du einfach mal schnell irgendwie ein Master produzieren. Du machst eine 3D-Figur, druckst es im 3D-Drucker aus und hast sofort ein Master. Wenn das im Arsch ist, machst du noch ein Master. Machst du noch ein Master. Ja. Dann machst du halt deine Figur, kannst sie halt direkt produzieren lassen. Und das Produzieren an sich ist halt auch schon, irgendwie hat sich da verbessert. Ne? Die Qualität und ich glaube auch das Vervielfältigen. Da waren wir jetzt auch in vielen Firmen, unter anderem auch, ich weiß nicht, wie sie hießen, aber die machen hier für nicht Blattbauer, also nicht Guildball machen und für sowas. Mega, Jungs. Also das ist echt cool, weil, wie die da abgehen, um da Minis zu produzieren. Ja, da sind natürlich auch betriebsblind irgendwann und gehen da auch nicht mehr so mit um. Also jeder kennt das, jeder geht in den Laden und dann kommt irgend so ein Miniature raus und dann sagt so, boah, voll geil und geil ist das für ein großes Ei. Sie hat uns die Dinger gezeigt und wollte uns die Gussqualität zeigen und wirft das so vor uns auf den Boden. So mega mini, ein großes, das jetzt irgendwie im Laden, weiß ich nicht, 38 Euro kostet so, oder 50 vielleicht, weil das war echt fett. So, ja, das ist aus dem Zeug, baff, war der verbogen, ja, das ist aus dem Zeug, bam, und dann flog er den 3000 Teile, einfach nur mal so. Dann guckst du da hin und dann war dann einmal voll diesen ganzen Miniaturen. Ja. Also fickt euch GW, ne? Wenn ihr erzählt, hier die Preise gerechtfertigt, lasst euch da keine erzählen, das ist echt eine mega Abzocke, die Wichser da. Das naja, checkt, sorry. Ne? Checken die ja inzwischen auch so bei GW, weil dass das alles wieder günstiger wird oder die Minis auch billiger, ne? Also ich sag mal, die letzten Aufreger, so ein Blister, 26 Euro, so eine Figur drin, ja Junge. Nee, warte mal, die spielen? Ja, klar, Fortschritt ist dann nochmal was anderes. Die sind nach wie vor völlig behindert. Also, ne, weil ich habe das ja auch gemacht auf der Spiel, weil ich die unbedingt haben wollte. Die beiden Exklusiv-Event-Minis da. Beide zusammen, was haben die gekostet? Ich glaube 82 Euro, Junge. Für zwei Minis? Ja, okay. Vor allem auch noch zwei Minis sind zwar cool, aber warum für den Preis? Da kriegst du beim anderen Hersteller kriegst du eine ganze Warband für in der gleichen oder besseren Qualität sogar. Also, so, ne? Also deswegen, so, was wollen die beiden Typen jetzt mit dem ganzen Gelaber? Ja. Wir wollen einfach, dass ihr mal über den Tellerrand blickt, einfach mal guckt, was es alles so gibt, denn es gibt eine Menge und es geht auch eine Menge. Und eben auch nicht in schlecht. Also es ist nicht so, dass irgendwie alle möglichen anderen Leute was machen. Man denkt so, ja gut, die haben ja auch noch nicht so die Erfahrung, sondern nee, es gibt wirklich Zeug, das ist richtig geil. Also es liegt an euch, was ihr investieren wollt, was ihr machen wollt, aber es gibt so unheimlich viel und so viel cooles Zeug, da ist eigentlich für jeden was dabei. So, und wenn man sich dann hinsetzt und das Zeug ein bisschen bearbeitet und macht und schön bemalt, Alter, da kriegst du geiles Zeug für echt erschwinglichen Kurs. Du musst da nicht hingehen und sagen, boah, fange ich mit dem Spielsystem an, boah, nee, das kostet ja wieder 600 Euro. Nein, das ist einfach müsst euch, nicht. Das ist nämlich, das ist auch viele, glaube ich, abschreckt. Ihr müsst euch da nicht entscheiden, mache ich das oder das, weil das kennen wir auch. Mache ich jetzt GW, dann weiß ich, okay, bin ich bei einer neuen Warband mit Minimum 500 Euro, sage ich mal, dabei. Und auch bei einem Projekt, was ich wahrscheinlich in 4 Monaten erstmal durch habe oder so. Genau, so. Und dann, boah, jetzt noch was anderes, jetzt auch nochmal so investieren. So, das wollen wir halt auch mal so sagen. Das ist nicht. Das kannst du auch gerne mal parallel machen. Dann macht die neue Armee für 40k halt einen Monat länger und investiert einfach mal 100 Euro woanders rein. Aber können mit den 100 Euro einfach schon zocken. Und vor allem, du kannst es auch, das hatte Mozi bei uns letztens gesagt, wir haben uns letztens hier getroffen, eine Runde Blood Bowl gezockt. Hier ist neue Blood Bowl, bla, wo es jetzt schon 5 Milliarden Videos von gibt, deswegen könnt ihr da gucken, wobei unseres kommt dann auch irgendwann raus. Eigentlich geil, geile Idee, weil Mozi sagte auch, der ist ja voll der GW-Dings und alles geil und so, ne? Aber einfach mal so eine Starter-Warband oder die Skaven hat er sich da geholt oder so. Das war dann, ist keine Warband, ist ein Team, weil es ja Football und so. Aber dann hat er ein Team, das ist ein Ding, ein Projekt, dann setzt du dich mal Nachmittag hin, machst die mal schön und dann sind die aber auch irgendwann fertig und dann ist es auch gut. Und dann hast du halt ein komplettes Ding,
direkt abgeschlossen. Ist ja auch mal geil einfach, ne? Dass du dann irgendwie, oder an so einem Tag wie heute so, ne? Ich setze mich jetzt gerade hier mit diesem Blood Bowl Rockstar aus der Grundbox und denke mir, ja, wieso nicht? Klar kann man dann immer voll abgehen, aber man kann sich auch einfach mal hinsetzen, das eben machen und dann sind die auch fertig. Und dann ist auch gut. Da muss ich jetzt nicht noch in den Laden gehen und mir noch für 500 Euro irgendeine Scheiße dazu kaufen, bis ich dann mal irgendwann fertig bin, sondern nee, einfach mal so. Und das habt ihr halt bei den ganzen Skirmishern oder bei vielen anderen Systemen immer mehr. So, ne? Übrigens auch noch ein Ding, weil ihr auch sagtest, irgendwie ja, mit der Technologie wird erschwinglicher und so. Ich glaube, das ist auch ein Grund dafür, weil auf der Spiel haben wir es gesehen. Es gibt unheimlich viele Brettspiele und Sachen, also die sind eigentlich so ein Mischling aus Brettspiel und Tabletop. Du hast ein Brettspiel, ein abgeschlossenes Ding in sich, aber da sind nicht mehr irgendwelche kleinen Kack-Holzsteine dabei. Ich meine, es gibt auch coole Figuren und Holzminis und so, alles kein Problem, aber du hast dann da ein Game, da hast du echt Miniaturen dabei, wo du auch, wir waren bei einem, fanden wir ganz cool, auch so ein Apokalypse, Zombie-Horror-Survival, was weiß ich, war in sich abgehört, wollten wir nur die vier Survivor-Typen haben, gab es aber nicht einzeln leider. Aber da hast du ein Boardgame mit irgendwie ein paar Zombies dabei, mit ein paar Survivern und fertig. Jetzt auch nicht wie bei Zombieside, wo du direkt wieder 500 Figuren hast, sondern einfach so im überschaubaren Maß, also eigentlich wie ein klassisches Brettspiel, aber in ein bisschen geiler halt. So. Finde ich auch total cool, ne? Dass es in so eine Richtung geht. Du holst einfach mal raus und zockst mal eine Stunde und dann packst du es wieder weg. Muss ich erstmal hier groß Inventur machen. Ja, also wie ihr seht, das werden wir auch weitermachen. Dafür könnt ihr uns strafen. Von diesen Table Fighters Sachen sind wir so die Fraktion, die euch auch mal was anderes zeigen wollen, was so ein bisschen außerhalb vom GW ist. Und natürlich bleibt Table Fighters auch immer im GW und 40K, dadurch ist das ja auch entstanden. Ne? Und da haben wir auch den harten Kern wie Schleppi und Mozzi und den Crunchy. Und da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Wenn ihr da gar keinen Bock drauf habt, auf den anderen Kram, wenn ihr unsere zwei Fressen seht, schaltet ab, so wie, wer hat das immer gesagt? Jetzt abschalten. Echt? Hatte das denn Peter Lustig, ja. Am Ende, genau. Ne? Jetzt abschalten. Und jetzt abschalten. Ist halt für jeden was dabei. Ja. Ne? Könnt ihr ja selber auch Kugeln machen. Ja, jetzt nochmal hier den Riesenbogen, jetzt nochmal zum Anfang. Wichteln. Wir wollen was verlosen. Echt? Ach ja, stimmt. Oh, geile Nummer, Junge. Haha, richtig geil. Ja. Und ich kann es auch mal zeigen. Soll ich zeigen? Echt? Du hast was zum Zeigen? Ja. Also wenn man da Bock drauf hat. Ich meine, wer sollte nicht Bock darauf haben? Los. Nice. Mega nice, würde ich schon fast sagen. Und auch die einzige Gelegenheit, im Prinzip mal so da dran zu kommen, würde ich, also jetzt im Moment zumindest. Wer Bock darauf hat, der kann dieses bald hier gewinnen. Ein Bunker Table Fighter Shirt. Frisch, neu, gedruckt, gepresst, alles am Start. Gute Qualität, was heißt gute Qualität? Beste Qualität, weil wir machen immer hier schön Envil, also hier nicht hier Food of the Loon oder so, brr, so eine komische Kacke. Ne? Schön, geile Marke. Schön 250 Gramm, schweres Shirt, hält ewig, gute Qualität. Sehr wahrscheinlich wird da auch noch was anderes zukommen, irgendwie was anderes gewinnen, aber das ist also zum Beispiel. Also, wir hatten schon über verschiedene Sachen gesprochen, ne? Vielleicht noch ein paar Gussrahmen, ein paar Minis, was sich halt so ergibt. Vielleicht. Deine ganze imperiale Armee. Meine ganze imperiale Armee, ich brauche die ja nicht mehr. Vielleicht schmeißen wir ja auch noch was von dem neuen Stuff von uns dazu. Ja, genau. Weil das wäre sogar richtig krass, denn Kickstarter und so, das ist ja erst April, Mai 2017. Das heißt, das wäre sogar eine Gelegenheit, den Stuff schon viel eher. Ja, das wären dann Handabgüsse. Oh, da müssen wir aber mal gucken, ob wir das tatsächlich machen. Wäre geil eigentlich. Also, wenn ich dann sowas haben würde, würde ich mich freuen. Genau wie über ein Table Fighter Shirt. Und wie wir gesagt haben, wen das nicht interessiert, der hat sowieso schon längst abgeschaltet. Also. Genau. Also ich denke mal, viele haben jetzt schon längst abgeschaltet. Jetzt werden vielleicht noch, wenn wir Glück haben, 10 weiter gucken. Aber ihr seid die Geilsten. Ja, ihr seid auf jeden Fall schon mal die Geilsten. Und von den 10 werden vielleicht 3 noch einen Kommentar schreiben. Und ein Kommentar wird davon sein, vielleicht sowas wie, ja, geile Sache hätte ich auch gerne, wenn wir Glück haben. Ja. Ja, aber selbst wenn es nur das ist, dann ist es halt so. Ist es halt so. Ist doch auch mal nett. Ja, genau. Ja. Oh, was haben wir jetzt? Das ist Churros, Junge. Ah. Alter, auch das
hier pfeifentechnisch wieder. Churros, Alter, wer die kennt, mega, so ein spanisches Dingsgebäck da, so kann man schwer beschreiben, nicht wie Donuts, ist anders. Und dann so mit Zimt und so. Es ist eigentlich so, dass er sich so ausdrückt mega. Wie Mozzi und er kann halt nicht jedes Wort immer richtig aussprechen. Warriors. Warriors. Und es ist nicht Churros, sondern er meint Gyros. Ja, genau. Ich mache mir jetzt mal schön hier den Gyros-Geschmack hier rein. Oh, schön mit Tzatziki, das ist noch in einer anderen Flasche. Ja. Sehr geil. Meine Frau hat mir vorhin nämlich geschrieben per WhatsApp, hör mal, der Text, muss ich gleich auch nochmal gucken, der Text zu dem Video, weil ich hatte so ein Review-Dings-Video gemacht. Wer hat den denn bei euch diesmal geschrieben? Warst du das oder war das der Mozzi? Und dann sagst du, hä, was für ein Text? Aber ich glaube, ich weiß inzwischen, welchen ich meine, weil ich habe das ja auf Facebook geteilt. Habe ich bestimmt irgendeinen Fehler eingebaut oder irgendwie irgendwas Komisches gemacht, vermute ich. Du darfst das bei mir machen. Ich darf das? Geil. Du darfst es auch. Ja, ich sowieso. Ja, stimmt. Du hast ja Freifahrtschein quasi. Ne? Pfeifen, Freifahrtschein. Ja. Deshalb würde ich sagen, hier ist Ende. Kurze, schon. Kurze Laberrunde. Ich meine, das war jetzt eh hier nicht der Knaller und spannend und hin und her, aber wir haben gedacht, wir zeigen euch unsere hässlichen Fressen nochmal kurz. Weil wir waren lange nicht mehr vor Weihnachten auch, ne? Ja. Nochmal schön im alten Jahr. Vielleicht seht ihr uns, wie, also nochmal zum Zusammenfassung, was wir geplant haben. Wichteln. Wir haben irgendeine Form von Weihnachtswäsche geplant. Möglicherweise ist das schon das Wichteln auch. Vielleicht geben wir uns auch nochmal ein und spielen eine Runde Luke und Schuli oder so oder irgendwas anderes. Muss man mal gucken. Wissen wir noch nicht, aber sowas wird noch kommen vor Weihnachten. Ja, und dann halt die ganzen regulären Videos, ne? Irgendwas, was weiß ich. Keine Ahnung, was wir da noch so raushauen, ich weiß nicht. Ja. Machen wir. Mega. Ja. Noch irgendwelche Wünsche, Grüße? Ne. Ich möchte noch jemanden speziellen grüßen, wenn ihr dieses Video sieht. Der Mann arbeitet bei der Ergo. Mhm. Was ist Ergo? Irgendein Verkehrsunternehmen. Ist das nicht Ergo? Ergo-Versicherung? Oh ja, Ergo-Versicherung, das stimmt. Gibt es, ja. Ist der einzig lebende Beweis für mich, dass es echte Zwerge gibt auf unserem Planeten. Also optisch. Aber geil auch. Also mega. Ja. Mega Kinnfriese. Der Mann weiß, wen ich meine. Ich schreibe mit ihm, habe mich gefreut über den Kontakt. Immer mal wieder schreiben, weil im Moment habe ich zwar nicht viel Zeit. Also Dicken, wenn du das siehst, nochmal ein Spezialgruß an dich. Coole Nummer. Mit meiner Versicherung ist immer noch nicht geklärt, soll mich am Arsch lecken. Kannst ja immer dann schön hier im Haus mal ausdrücken. ja. So, das war's. Ja, gutes Schlusswort. Cool, ne? Jo, mega, alles mega. Alles mega. Also bis dahin. Tschö.